Der Hase Nulli und der Frosch Prisemut sind die dicksten Freunde. Wieder einmal hatten die beiden den ganzen Tag an ihrem geliebten Badesee verbracht, bevor sie am späten Nachmittag schließlich heimgingen. Puh, es ist immer noch ganz schön heiß in der Sonne, findest du nicht auch? Wollen wir nicht durch den Wald nach Hause gehen? Da drin ist es bestimmt angenehm kühl. Aber Nulli, in diesem Teil des Waldes waren wir ja noch nie. Wir werden uns bestimmt verlaufen. Keine Bange, Prisemut, immer der Hasennase nach, meinte Nulli forsch. Wir müssen uns nur so in etwa immer ein wenig schräg links halten. Du, Nulli, wo war denn gleich noch mal links? Ganz einfach, Prisemut. Links ist immer da, wo der Daumen rechts ist. Haben Frösche überhaupt einen Daumen? Deine Finger sehen irgendwie alle gleich aus, meinte Nulli. Sag ich ja. Nulli dachte nach. Ich hab's. Stell dir in Gedanken mal vor, du stehst zu Hause in unserer Küche und schaust auf den Küchenschrank. Hm? Siehst du ihn? Fragte Nulli. Ja, antwortete Prisemut. So, und jetzt guck einfach mal zur Schlafzimmertür rüber. Die ist nämlich links vom Schrank. Ich kann nicht. Wieso nicht? Weil auf dem Küchenschrank meine Käseglocke mit den leckeren dicken Brummern steht, antwortete Prisemut, während sein hungriger Bauch laut knurrte. Nulli, schau nur, ein dicker Brummer mit Licht. Direkt vor seiner Nase flog ein dickes Glühwürmchen. Halt, Prisemut, wo willst du hin? Ich schnapp mir nur schnell den Leuchtebrummer. Ja.
Versperre ihm den Weg! Nulli klopfte sich verärgert den Staub aus seinem Fell. Jetzt schau nur, was du angerichtet hast. Oh. Wieso denn ich? Du hast doch genau in der Mitte des Weges gestanden. Na hör mal, erst bist du einfach abgehauen, ohne auf mich zu warten, und dann soll ich ja noch schuld sein, schimpfte Nulli laut. Weil du mir von dem Küchenschrank erzählt hast, wo doch meine Käseglocke mit den fetten Brummern immer draufsteht, und da habe ich plötzlich Hunger bekommen, erwiderte Prisemut noch lauter. Du, Nulli, könnten wir nicht zu Hause weiter schmollen? Ich hab so großen Hunger. Ich glaube, wir haben uns verlaufen, Prisemut, antwortete Nulli leise und blickte umher. Kommen wir jetzt nie mehr aus dem Wald heraus? Na klar, kommen wir hier wieder raus, aber vielleicht müssen wir bis morgen warten, wenn es wieder hell wird. Ah, aber dann müssen wir ja hier übernachten. Das ist alles nur die Schuld von diesem doofen Leuchtebrummer. Schön, sagte Nulli. Wunderschön, fand auch Prisemut, dem es jetzt irgendwie leid tat, dass er so etwas Schönes einfach fressen wollte. Schau doch, Nulli, da ist noch einer. Und da! Und noch einer. Und sieh doch nur! Und hier! Und da kommt noch einer. Und oh, sieh doch nur, Nulli! Guck mal, Prisemut, ein Ball! Hm, und jetzt? Oh, das ist leicht. Eine Blume. Hm, ja, und ein Haus. Als Prisemut das Haus sah, wurde ihm plötzlich wieder ganz anders. Ich will auch nach Hause. Prisemut, schau nur, rief Nulli und stupste seinen Freund in die Seite. Hm, ja, ein Pfeil. Jetzt schau doch, Prisemut. Die Leuchtebrummer wollen uns den Weg zeigen. Meinst du wirklich, Nulli? Warte, Nulli! Schau nur, Prisemut, da vorne wird es heller. Gleich haben wir es geschafft. Da ist ja unser Haus, Nulli. Dankeschön, ihr lieben Leuchtebrummer. Na, du kleiner Leuchtebrummer, hast du noch was vergessen? Aua! Na, warte, wenn ich dich erwische, so eine Feinheit. Thank you.